Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Dieser Satz des heutigen Tagesevangeliums hat mich persönlich sehr nachdenklich gemacht. Immer wieder, besonders im Johannesevangelium, wird davon erzählt, dass Menschen durch das, was sie bei einer Begegnung mit Jesus gesehen und erlebt hatten, zum Glauben kamen. Die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes der Täufer, der Hauptmann von Kapernaum sind da sicher nur einige besonders bekannte Beispiele, die mir da in den Sinn kommen. Das, was Jesus tat und wirkte, hatte damals eine ungeheure Ausstrahlungskraft auf andere Menschen. Dadurch machte er sich natürlich nicht nur Freunde, sondern brachte andere, so wie hier die Schriftgelehrten und Pharisäer, gegen sich auf. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten, heißt es im weiteren Verlauf der Schriftstelle. Selig, die nicht sehen und doch glauben, sagt Jesus dann noch viel später im gleichen Johannesevangelium nach seiner Auferstehung zum Apostel Thomas. Zu Thomas, der es mal wieder ganz genau wissen wollte und nicht eher Ruhe gab, bis er den Auferstandenen leibhaftig erfahren und sogar berühren durfte. Als ich vorgestern in meiner Post mal wieder die Todesanzeige eines verstorbenen Mitbruders öffnete, erinnerte ich mich daran, wie ich vor mittlerweile ja auch schon sehr langer Zeit als Kind bzw. Jugendlicher genau diesen sympathischen, redegewandten Redemptoristenpater bei einer Missionsveranstaltung in meiner Heimatgemeinde fragte: Wie ist es eigentlich möglich, dass wir, anders als die Menschen damals, heute als Christen an Jesus glauben können, ohne ihn zu sehen? Daraufhin erzählte Pater Willi damals eine Geschichte, nämlich die Legende der Cherokee-Indianer. Diese Legende erzählte von einem Ritual im Blick auf das Erwachsenwerden. Konkret von einem Vater, der seinen Sohn mit in einen Wald nimmt, ihm die Augen verbindet und allein lässt. Dieser wird aufgefordert, die ganze Nacht auf einem Baumstumpf sitzen zu bleiben und die Augenbinde erst dann wieder abzunehmen, wenn die Strahlen der Morgensonne durch sie hindurch scheinen. Er darf nicht um Hilfe rufen und erst, wenn er die Nacht überstanden hatte, wäre er erwachsen. Wichtig war dabei auch, dass er anderen vor dem eigenen Erleben des Rituals nichts von seiner Erfahrung erzählen durfte. Der Junge ist natürlich ängstlich. Er hört alle möglichen Geräusche in dieser Nacht, wilde Tiere um ihn herum, vielleicht sogar Menschen, Feinde, die ihm etwas antun könnten. Der Wind fegte über das Gras und die Erde und schüttelte an seinem Baumstumpf. Er aber sitzt seelenruhig da und behält die Augenbinde auf. Es war ja der einzige Weg, wie er erwachsen werden konnte. Schließlich, nach einer langen, schrecklichen Nacht, geht die Sonne auf und der Junge nimmt seine Binde von den Augen. Da entdeckt er, dass sein Vater auf dem Baumstumpf neben ihm sitzt. Er war die ganze Nacht da und hat ihn bewacht und hätte seinen Sohn auch vor allem Unglück bewahrt. Am Schluss sagte der Pater damals zu mir und uns: Seht ihr, auch wir sind niemals allein. Auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht wissen oder sehen, Gott wacht über uns, wie auf dem Baumstumpf neben uns sitzend. Und wenn dann Schwierigkeiten auftauchen, ist eigentlich alles, was wir tun müssen, nur die Hand auszustrecken nach ihm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn dies natürlich eine Geschichte in erster Linie für Kinderohren ist, wünsche ich uns allen, egal ob groß oder klein, alt oder jung, gesund oder krank, gerade auch in diesen Tagen im Blick auf die vielen Unsicherheiten, Sorgen und Fragen rund um die Corona-Pandemie, ein großes Vertrauen. Und auch die Gewissheit der bleibenden Nähe Gottes bei, um und in uns Menschen.
So wünsche ich Ihnen und euch heute einen gesegneten Tag.